Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Rezeptevideo. Ich möchte heute mit euch meinen Apfelkuchen machen. Den backe ich schon seit 20 oder 30 Jahren, ich weiß nicht, er ist sehr beliebt bei uns. Mein Mann hat gestern Äpfel gepflückt aus unserem Garten und die werde ich klein schneiden und in diesem Apfelkuchen verarbeiten. Und wenn ihr Lust habt zu sehen, wie mein Apfelkuchen gebacken wird, welche Zutaten dazu gehören, dann bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Video. Hier seid ihr auch schon bei meiner Zutatenliste. Wir teilen die Zutaten jetzt mal in zwei Teile. Wir bereiten erstmal den Teig vor, indem wir einen Kneteig machen, einen Mürbeteig. Ich brauche dafür an Zutaten 140 Gramm Weizenmehl, 90 Gramm Zucker, ein Ei, eine Prise Salz. Die Äpfel brauche ich noch nicht, die liegen da nur zur Deko. Ein Ei, 90 Gramm weiche Butter, einen, ja, so einen gestrichenen Teelöffel von Backpulver, bisschen mehr oder weniger ist hier gar nicht schlimm, und ein Paket Vanillezucker. Die ganzen Zutaten packen wir hier in meinen Topf und dann werde ich einen Kneteig daraus formen oder machen, der dann so eine Stunde im Kühlschrank auskühlen muss. Das mache ich aber eigentlich nie, wird aber angeraten, dann lässt er sich leichter kneten. Ich werde jetzt mit euch einmal die Zutaten in den Topf packen. Wir haben hier für das Weizenmehl den Zucker, das Ei, das Backpulver, die Butter und den Vanillezucker. Die ganze Masse werde ich mit meinen Händen verkneten. Ihr könnt natürlich auch Handschuhe anziehen, ihr könnt es auch mit einem Knethaken machen. Ich habe so das beste Gefühl und werde daher meine Hände verwenden. So, es kann sein, dass ihr ein bisschen Mehl dazu geben müsst. Das ist ganz verschieden, immer wie die Konsistenz von dem Mehl ist. Manche Mehl, ja, Sorten, es ist natürlich immer Weizenmehl, den ich hier verwende, aber trotzdem gibt es Pakete von Mehl, die nicht so gut die Butter aufsaugen. Und dann müssen wir ein bisschen Mehl dazu geben. Das werde ich gleich sehen, wenn ich den Teig gründlich mit den Händen verknetet habe. Und ich fürchte, ich muss ein bisschen Mehl dazu geben. Ihr seht, dass es sehr, sehr matschig ist. Ihr solltet natürlich auch zügig arbeiten, weil natürlich die Butter in eurer, mit eurer Handwärme verschmilzt und dann lässt sich, ja, dann saugt einfach das Mehl natürlich mehr Flüssigkeit auf und ihr müsstet ein bisschen länger kneten. Ich werde mich jetzt hier weiter durcharbeiten und schalte euch wieder rein und sage euch dann auch, ob ich Mehl dazu gegeben habe. Ich habe jetzt hier ungefähr eine Minute geknetet und wie ihr seht, brauchte ich gar kein Mehl mehr dazu geben. Das ist alles gut gelungen. Ich werde noch ein bisschen weiter formen und dann könnt ihr den Teig entweder in Klarsichtfolie packen und für eine gute Stunde in den Kühlschrank legen. Aber ich möchte euch gerne zeigen, dass das eigentlich völlig unnötig ist und werde den Teig einfach gleich hier in meine gefettete Form geben. Dafür nehme ich ein Butterstück und werde den Rand ein wenig mit Butter bestreichen. Dafür nehme ich mir dann so ein Butterstück und mache das einfach hier am Rand. Mit der Butter fahre ich hier so ein bisschen ran oder rum und dann ist das eigentlich auch schon ausreichend. Es soll ja nur darum gehen, dass uns der Kuchen hier nicht anklebt oder nicht so stark anklebt, dass wir dann am Messer ran müssen und uns eventuell die Beschichtung von dieser Backform beschädigen. Ansonsten lässt er sich sehr leicht lösen eigentlich, der Mürbeteig. Das ist immer gar kein Problem. So, ich habe hier auch schon meinen Teig bereit. Wie gesagt, den haben wir gerade zubereitet. Ich habe ihn nicht in den Kühlschrank gestellt. Und ich mache es immer so, dass ich den ganzen Teigklumpen hier in die Form gebe und weder ausrolle noch sonst etwas mache, sondern den Teig einfach so, wie er hier steht, mit der Hand flach drücke. Das geht auch relativ schnell. Bisschen länger dauert es jetzt, weil ich hier das Handy natürlich in der Hand habe.
Und ihr werdet aber sehen, dass man es ganz einfach, dass man den ganz einfach ohne Ausrollen und ohne Kaltstellen auch, ja, dass man ihn dann auch sozusagen in die richtige Form bringt. Ihr könnt dann schon mal, wenn er schon so weit ausgedrückt ist fast, würde ich sagen, so ein bisschen hier an den Rand mitbringen und dann weiter mit der Hand den Teig zurechtformen. Das mache ich jetzt mal weiter und zeige euch dann das Endergebnis. Hier bin ich jetzt schon fertig. Es ist nicht mal eine Minute vergangen. Ich drücke immer so mit der Hand und auch mit diesem Handbogen immer am Rand entlang, dass ich hier keine dicke Schicht bildet, sondern dass ich hier wirklich auch einen dünnen, eine dünne Ecke habe, weil sonst hat man hier wirklich nachher Probleme beim Beißen, weil sich da so eine fette Teigschicht bildet. Aber diese Teigmenge reicht ganz genau aus für den gesamten Boden und für den Rand. Deswegen ist die Gefahr, dass es sich ein dicker Rand irgendwo bildet, auch gar nicht gegeben. Zumal ihr ja immer so mit dieser Biegung der Hand, der ausgestreckten, gut formen könnt. Ich mache das nochmal zu Ende jetzt und dann werdet ihr gleich das Endergebnis sehen. Habe ich den Teig fast fertig ausgeknetet. Habe übrigens noch eine Prise Salz dazu gegeben. Habe ich nur vergessen mitzufilmen. Ist aber nicht wichtig. Also es ist, wie gesagt, alles nicht in Stein gemeißelt. Der Teig ist völlig unkompliziert und geht leicht von der Hand. Also immer so, ne, mit dieser Handkuppe hier in die Ecken rein. Und am Ende, wenn es dann so gleichmäßig verteilt wurde, wirklich, wir sind jetzt hier keine 2 Minuten dabei. Noch einmal den Rand so ein bisschen gerade machen, dass wir hier auch eine gleichmäßige Fläche haben. Ihr könnt aber auch den klassischen Weg gehen, den Teig kalt stellen und mit der Rolle ausrollen und ihn dann einfach auslegen. Entschuldigt bitte. Wir haben hier natürlich noch als Unterlage Backpapier benutzt, weil ich einfach sehr doll auch drauf knete und wir natürlich nachher keine Schwierigkeiten haben wollen, den Kuchen wieder abzulösen. Das geht dann immer ganz gut, wenn man so eine Unterlage bildet. Außerdem löst sich die Butter gerne und dann habe ich mir den Backofen beschmutzt, weil das Fett ausläuft. Das verhindert die Backfolie immer ganz gut. So bleibt das so ein bisschen der Backofen auch sauberer, als wenn ich das nicht machen würde. Und jetzt werde ich die Äpfel zubereiten, Elmer auf Türkisch natürlich, werde ich die Äpfel klein schneiden und euch wieder dazu schalten. Ich bin da jetzt dabei, die Äpfel zu schneiden. Wir haben hier süß-saure Äpfel aus unserem Garten. Aber ihr könnt auch gerne einen Boskop nehmen. Ich finde den Boskop immer am besten für dieses Rezept. Aber wie gesagt, die müssen auch nicht schön sein. Ich werde das alles wegschneiden. Mache mir hier so Scheiben und gebe dann noch Zucker und Zitrone dazu. Deswegen werde ich euch gleich nochmal genau mitteilen, was ihr da reintun könnt. Ihr könnt auch gerne Zimt dazu geben zum Apfel. Ich mag es nicht ganz so gerne, wenn Zimt drin ist. Deswegen werde ich es wahrscheinlich ohne Zimt machen. Aber so 1,5 Teelöffel Zimt darf gerne auf die Menge an Äpfeln noch dazu. Ich habe bis jetzt nach so 8, 9 kleine Äpfel hier drin. Kommt natürlich immer darauf an, wie gern und wie viel Frucht ihr haben möchtet auf den Äpfeln. Bei uns darf es gern so mittelmäßig sein, weder zu viel noch zu wenig. Mache ich zu viel Äpfel rein, wird es gern matschig, was auch viele gerne essen. Aber ich habe gerne so eine Mischung, also nicht zu hart, würde ich fast sagen, wenn man reinbeißt. Also ich hätte schon gern auch so ein bisschen Saft noch drin. Deswegen nehme ich so mittelmäßig viel Äpfel. Ich würde mal sagen, so, ja, von diesen Äpfeln gehen aber schon so 10 kleine Äpfel passen da rein in den Kuchen. Ihr könnt aber, wie gesagt, auch gerne 8 Äpfel nehmen. Dann wird es halt, dann wird der Apfelkuchen dünner, nicht ganz so saftig und eher fest im Geschmack. Das mögen ja die meisten in der Türkei essen gerne. Kuchen, der nicht so
saftig ist, dass er nicht, also er darf nicht matschig sein. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich entferne natürlich die Schale der Äpfel und gucke natürlich auch immer, ob da irgendwas drin ist, was nicht reingehört. Das ist ja kein Fallobst, aber trotzdem aus dem eigenen Garten, ungespritzt, völlig bio belassen. Und deswegen sollte man schon mal gucken, ob da auch alles mit rechten Dingen zugeht. Aber dieser Apfel ist wirklich sehr fest und auch sehr, sehr schmackhaft. Da haben wir schon eine gute Sorte, würde ich mal sagen. Da das Gartenäpfel sind, werden sie auch sehr schnell braun. Bitte nicht beängstigen, das ist normal. Die Äpfel, die ihr im Supermarkt kauft, die sind behandelt und werden natürlich nicht so schnell braun wie so naturbelassene Äpfel. Das macht gar nichts und im Gegenteil, das verändert den Geschmack noch eher so ein bisschen ins Süßliche. Alles kein Problem. Ich habe jetzt hier ungefähr 10 bis 12 kleine Äpfel drin. Also manche sind ein bisschen größer gewesen, manche waren aber auch kleiner. Teilweise musste ich auch ein bisschen wegschneiden. Ich würde mal so 10, 12 Äpfel sagen. Das dürfte auf die Menge meiner Form ganz gut hinkommen. Es müsste eine 28er Backform sein. Jetzt habe ich hier mal 100 Gramm Zucker abgemessen und schau mal, wie wir damit hinkommen. Die Äpfel saugen natürlich auch immer den Zucker auf, da müssen wir auch immer gucken, vielleicht müssen wir nachbessern. Ich habe hier jetzt noch mal eine halbe Zitrone, die werde ich da ebenfalls den Saft natürlich nur da rein drücken, weil ich natürlich gern verhindern möchte, dass es jetzt richtig gleich, dass es gleich richtig dunkel wird mit den Äpfeln, dass sie sehr schnell den Prozess annehmen und dunkel werden. Das verhindere ich dadurch ein bisschen. Außerdem ist Süße ganz gut, wenn wir mit dem Apfelkuchen hantieren. Das gibt noch mal so ein bisschen Pep. Ich würde aber gerne noch mal ein bisschen mehr Zucker nehmen. Moment. Ich habe mir noch mal 50 Gramm genommen, also ungefähr 150 Gramm Zucker auf 10 bis 12 kleine Äpfel. Das dürfte genügen. Wie gesagt, ihr könnt noch Zimt dazu geben, wenn ihr mögt, aber ich mache diesmal keinen Zimt rein. Schön vermischen das Ganze und dann füllen wir das gleich in die Backform, bevor wir dann die Streusel zubereiten. So, ihr könnt auch weniger Zucker nehmen. Ich würde sagen, 100 Gramm würde auch ausreichen, aber da der ein bisschen säuerlicher ist, der Apfel, habe ich ein bisschen mehr drauf gemacht. Aber ganz nach Belieben, das ist nicht zwingend vorgeschrieben. Ich hole jetzt mal eben meine Backform. Die wartet hier die ganze Zeit schon auf mich mit dem Teig. Da gebe ich einfach die Äpfel drüber. Und ihr seht, dass der Kuchen gut bedeckt ist. Ein bisschen Schale ist nicht schlimm. Dass der Kuchen gut bedeckt ist, genauso wie ich es auch berechnet habe mit dem Rand. Das passt ganz genau. Wenn er noch ein bisschen höher steht, drückt den runter. Ist ein bisschen flacher, könnt ihr auch nachhelfen, indem ihr nochmal nachdrückt. Aber man kann auch wesentlich weniger Äpfel nehmen. Wie gesagt, ich habe jetzt eine ordentliche Schicht drauf, für uns genau das Richtige, obwohl man nie genau weiß, wie doll der Apfel wässert. Ich hoffe, das macht er diesmal nicht, weil sonst könnte es schon sein, dass es ein bisschen zu weich wird bei der Masse. Ist immer eine Gefahr. Wenn ihr da unsicher seid, macht lieber weniger Äpfel, also dass ihr vielleicht nur so nur so eine ganz dünne Apfelschicht macht. Vielleicht legt ihr die Äpfel auch so aus, dann kann man es besser kontrollieren von der Masse her und macht vielleicht nochmal eine zweite Apfelschicht drauf. Das würde dann auch genügen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass der Boden nicht durchmatscht. Ich werde jetzt aber hier auf jeden Fall erstmal meine Streusel zubereiten und die zeige ich euch gleich. Wir machen jetzt die Streusel. Ich mag es, wenn ich sehr viel Streusel auf meinem Kuchen habe. Wenn ihr eher der Fan seid, dass ihr weniger Streusel auf dem Kuchen haben möchtet, könnt ihr dieses Rezept halbieren. Ich nehme für meine Streusel 290 Gramm Weizenmehl, 180 Gramm Zucker, 2 Pakete Vanillezucker und 190 Gramm weiche Butter. Wenn ihr weniger wollt, wie gesagt, halbiert das Ganze. Ich habe jetzt hier meinen Topf, werde auf jeden Fall erst einmal das Mehl dazu geben. Mein Topf dürfte ein bisschen zu klein sein, aber schauen wir mal. Dann kommt die weiche Butter dazu. Es ist sehr wichtig, dass sie weich ist. Und mein Vanillezucker. Vanillezucker habe ich auch dazu gegeben. 2 Pakete und jetzt fangen wir langsam an, das Ganze zu verkneten. Meine Schüssel ist ein bisschen klein. Ich müsste eine größere nehmen. Die hole ich mal eben. Moment. Jetzt sind wir besser ausgestattet. Das klappt
auf jeden Fall ganz gut. Kann auch hier sein, huch, ein Zuckerstück, kann auch hier sein, dass ihr wieder mehr Butter braucht, je nachdem, wie gut das Mehl die Butter aufnimmt. Aber im Grunde genommen müsste das ausreichend sein, weil wenn ihr zu viel Butter benutzt für die Streusel und euch nicht so ganz an das Rezept haltet, kann es gern auch sein, dass die Streusel zerschmelzen oder sehr weich die Butter entlassen aus der Streusel, und das würde wieder matschig werden. Deswegen haltet euch ruhig an das Rezept. Ein bisschen Butter dazu geben schadet nicht, aber so im Grunde genommen müssten das Streusel werden, wenn wir hier weiter kneten und die Handwärme die Butter noch ein bisschen erweichen lässt. Das kann ein bisschen dauern. Lasst euch da nicht beirren. Wie gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, sie sind zu, der ganze Masse ist noch zu putrig, zu mehlig, dann gebt ein bisschen weiche Butter dazu. Ich würde mal sagen, dann vielleicht so ein Stückchen, so ein halber Esslöffel. Aber wie ihr ganz gut, glaube ich, erkennen könnt, je länger wir kneten, umso besser erkennen wir auch die Streusel. Ein bisschen so zusammenquetschen immer und wieder auseinander. Das wird... Je wärmer die Hand in der Lage ist, die Wärme abzugeben an den Teig, umso einfacher können wir Streusel formen. Braucht ein bisschen Geduld. Ich würde mal sagen, so ein paar Minuten dürft ihr kneten. Das ist auch nicht so wichtig, dass man schnell arbeitet, weil wir wollen ja erreichen, dass die Wärme der Hand den Teig erreicht. Und ich würde jetzt schon sagen, dass das ausreichend ist, und hole mir mein Backblech wieder, beziehungsweise meine Backumrandung. Das habe ich hier zurechtgelegt. Und nun geben wir ganz einfach die Streusel über den Kuchen. Viele, wie gesagt, mögen nicht so viele Streusel. Ich möchte gerne so eine richtig fette Schicht oben drüber haben, sodass die Äpfel wirklich vollständig bedeckt sind und nicht mehr durchblitzen. Aber das sieht jeder anders. So, das wäre jetzt mein Streuselkuchen. Jetzt heizen wir meinen Backofen vor auf 180 Grad, und auf 160 Grad backt der Kuchen dann ja eine knappe Stunde. Nach 45 Minuten schauen wir mal. Es ist ja sehr dick alles hier, das soll ja auch schön durchbacken alles. So, dann sehen wir uns am Backofen wieder. Einen kleinen Trick verrate ich euch noch, wenn ihr wirklich Befürchtungen habt, dass der Boden zu weich wird und ihr das wirklich gar nicht haben könnt, könnt ihr den Boden, bevor wir die Äpfel drauf machen, auch vorbacken. Ich würde dann mal sagen, wieder auf 180 Grad vorheizen und so für 5 bis 10 Minuten vorbacken. Das garantiert eigentlich dann einen matschsicheren Boden. Aber ich mache das, wie gesagt, nie. Hier ist mein Backofen. Und ich schiebe den Kuchen jetzt rein, und wir schauen noch ungefähr 40 Minuten mal nach, was das gute Stück macht. Passt immer auf, dass euch das nicht zu braun wird. Wenn ihr das Gefühl habt, es wird zu braun, dann könnt ihr ein bisschen Alufolie drüber geben, aber in der Regel dürft ihr nichts passieren. Ich backe immer auf Umluft. Das ist eigentlich die beste Art und Weise, finde ich, Kuchen zu backen. Nicht Ober- oder Unterhitze, sondern nur Umluft. Lieben, jetzt ist der Augenblick der Wahrheit gekommen. Wir können es natürlich noch ein bisschen brauner werden lassen, aber ich denke, das müsste fertig sein. Wir werden jetzt gleich mal den Kuchen raus und mit dem Zahnstocher einmal nachschauen. Übrigens sind ungefähr 50 Minuten vergangen. Das ist immer verschieden. Ihr müsst wirklich immer gucken, dass der Teig auch durchgebacken ist. Kommt darauf an, wie viele Äpfel drin sind, wie viel Mehl verwendet wurde. Welches Mehl ist immer unterschiedlich. Ich habe jetzt 50 Minuten drin gehabt und schaue mal mit dem Zahnstocher nach. Gehe ich mal hier an den Rand, und ihr seht, es ist kein Teig mehr dran. Der Kuchen ist fertig. Sehr schön. Den können wir jetzt rausnehmen. Mein Kuchen ist fertig. Ha! Lecker. So ein bisschen matschig, aber auch nicht zu weich, sondern der Teig ist gut gebacken. Schön mit Äpfeln bedeckt. Lecker.